Licht und Feuer haben eine große Kraft, und zwar eine umwandelnde Kraft, verwandelnde Kraft. Und diese Kraft wollen wir uns auch in uns nutzen, um Dinge zu verwandeln. Und so wollen wir die Augen schließen. Und vielleicht schauen wir auch weiter in die Gitter, in die Flammen. Und dann schließen wir alle die Augen und fühlen unsere Person, unser Ich, da sitzen in dieser relativen Form, in dieser menschlich-weltlichen Form. Und wir sehen auch dieses, was in uns ist, die Buddha-Natur, sehen wir als unser zweites Ich vor uns sitzen, vollkommen rein, vollkommen lichtvoll. Das ist unser erleuchtetes Ich. Ist auch da, mit uns verbunden. Und da ist es direkt vor uns, dieses klare, helle, erleuchtete Ich. Und nun lassen wir alles, was in uns ungut ist und auch unheilsam uns belastet, das geben wir alles hinüber in dieses erleuchtete Ich, dieses erleuchtete Wesen vor uns. Da geben wir unsere Belastungen hinein, den Druck, den wir oft. Und der Druck verwandelt sich und wird in reine Energie, wird in Kraft, wird in Mut. Wir geben unsere Schwäche hinein, unsere Minderwertigkeitsideen. Wir geben sie alles hinein in dieses Licht vor uns. Und wieder wandelt er sich um, wird rein, wird eher eine reine, gute Demut anstatt Minderwertigkeit. Und wir geben unsere Ängste hinein. Die Ängste, die uns immer wieder bedrücken und belasten und uns enger machen. Wir geben sie ins Licht. Und wir sehen, wie es sich verwandelt, wie viel Kraft darin steckt, in der Angst, dass die Kraft frei wird für andere Dinge. Und wir geben unseren Ärger, unseren Wut, unseren Groll hinein. All diese Ablehnung, die wir immer wieder empfinden, wenn etwas nicht so ist, wie wir es haben wollen. Und wir geben es hinein. Und es verwandelt sich. Verwandelt sich in gute Gelassenheit. Vielleicht in heitere Gelassenheit. Wir geben unsere Ungeduld hinein. Ungeduld, die alles schneller haben will, anders haben will. Und sie verändert sich. Sie verändert sich in gute Beständigkeit. Und wir geben auch unsere Schlaffheit und unsere Langeweile, das Gefühl von Langeweile zu haben, weil es nicht interessant genug ist. Wir geben es hinein. Und es verwandelt sich zu einer guten Ruhe, zur Sammlung. Und wir schauen nach all die Dinge, die wir sonst noch haben, den Zweifel, der uns plagt,
und immer wieder etwas davon abreißt, was wir gerade Gutes tun. Und den Zweifel lassen wir sich verwandeln im Licht. Und so wird etwas Konstruktivem unterscheiden können, Aufbauendem. Und wir schauen unsere Gier an, unseren Bestätigungsdrang, den wir nicht lassen können. Und das verwandelt sich in echtes Gefühl für Werte und Selbstwert. Und wir geben all unsere Verletzungen und Kränkungen hinein, alle die Wunden, die wir noch haben. Und in diesem Licht schließen sich die Wunden, heilen sie. Es ist wieder gut. Und wir schauen, was sonst noch in uns da ist, was wir rübergehen können, was wir gerne auch endlich einmal loslassen wollen. Unsere festen und fixierten Ideen und Muster und Reaktionen, die nicht gut sind. Wir wollen sie doch einmal loswerden. Schlechte Gewohnheiten, alles das. Alles das verwandelt sich in dem Licht der Reinheit, der Liebe, der Einsicht, der Erkenntnis. Es bleibt nichts von dem Unheilsamen. Es ist klar, heilsam, es ist gute, aufbauende Energie. Und wenn nun alles in dem Licht ist, alles sich verwandelt hat, da sind wir selber so rein, auch unser menschliches Wesen ist frei von allem Unheilsamen. Und da geschieht die Vereinigung mit dem erleuchteten Wesen. Wir sind eins. Da ist nichts, was uns trennen kann. Wir sind das Lichtwesen selbst. Möge von uns das Licht in die Welt strahlen. Mögen wir ein Segen für die Welt sein. Wenn ihr wollt, sprecht mir das nach.
Möge von uns das Licht in die Welt strahlen. Mögen wir ein Segen für die Welt sein. Mögen alle Wesen glücklich sein. Mögen alle Wesen glücklich sein.